Das ist Franz Xellmann, ein oststeirischer Bauer, der auf seinem Hof 3 Jahre lang darauf gewartet hat, endlich einen Anhaltspunkt dafür zu kriegen, wie kann ich diese Maschine bauen, die mir vor 3 Jahren im Traum erschienen ist. Er hatte eine Vision, 3 Jahre bevor er das Atomium in der Zeitung gesehen hat, und Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat gesagt, Xellmann, bau mir eine Maschine. Ich habe ja Zeit meines Lebens immer sehr darunter gelitten, dass ich in den entscheidenden Momenten meines Lebens niemanden gehabt habe, der mir gesagt hätte, was ich tun soll. Verstehen Sie, was ich meine? Wissen Sie, was das Wichtige ist beim Bedienen einer Maschine? Lenken vielleicht? Zu wissen, wo man die Maschine wieder ausschaltet. Das Atomium war hier der Auftakt. Um das Atomium rum hat Xellmann seine Maschine konstruiert. Es sind eigentlich nur 5 Punkte. 5 Punkte, an denen man sich orientieren kann oder muss. Mehr ist es nicht. 5 Punkte. What the hell? Ja, man braucht da Vertrauen, man darf niemals verzweifeln. Hätt der Herrgott nicht wollen, hätt mich längst der Mut verlassen, dass ich heut noch immer weitermache, das verdank